Willkommen zurück beim wirklich finalen Part von Let's Play Guardians Crusade. Wir führen uns im Endkampf gegen Kizan. Und wow, ich hab's wirklich gut gestoppt, ne? Denn ja, Kizan wurde besiegt, Nehani gerecht und die Welt gerettet. Richtig schön. Legende sieht faszinierend aus. Wie ein Bettlaken geschwätzt. Naja. Das ist scheinbar der Ort, an dem wir gekämpft haben. Natürlich mitten in der Luft. In einer Paralleldimension. Und das war's dann auch. Wir haben die Welt gerettet. Keinerlei Kizan-Monster mehr. Kamains Truppen sind auch zerstört worden von uns. Die Welt ist also wieder sicher. Natürlich mussten wir auch schlimme Kosten ertragen dafür. Aber wenigstens ist zum Beispiel das alte Ehepaar jetzt in Sicherheit. Das alte Ehepaar muss nichts mehr fürchten. Ja, das hier ist doch Garam, oder was? Ist der da am Spann? Naja. Ich würde sagen, der Typ da gerade war am Spann. Faszinierend. Gerade eine Art kleine Rundreise scheinbar. Ach, das ist das kleine Mädchen, was gerne bei Ruval rumhing. Ja Leute, das ist das Ende von Let's Play Guardians Crusade. Ich hoffe, ihr hattet daran so viel Spaß wie ich. Es ist ein sehr kurzes Spiel. Ich bin jetzt glaube ich bei Part 33. 34? Also wenn ihr das hier mitbekommt, ist es schon lange fertig. Ich habe einfach eines Tages mal aufgenommen für einen Samstag, beziehungsweise einen Sonntag, bevor das Wochenende, wo die Tage vertauscht wurden und boah, dann habe ich mich da einfach festgebissen. Da wollte ich einfach dieses Spiel fertig haben. Und das ist dann das Ergebnis. Warum gucken wir uns jetzt Castle Ryan an? Wegen der Eule. Na gut, das ist die einzige Eule im Spiel, von daher ist das ja okay. Ich sag mal so, ich persönlich mag dieses RPG. Es liegt aber auch daran, man merkt es ein bisschen, es ist sowas wie ein... entweder Einsteiger-RPG oder ein RPG extra für kleine Kinder. Was man zum Beispiel an den Helferlein merkt. Ich meine, sie werden oft als Spielzeug bezeichnet. Und sowas in der Richtung ist es ja auch. Also dieses Spiel ist ein Spiel für Kinder im Prinzip. Es wird auch immer ein Spiel für Kinder bleiben. Aber ich bin damit aufgewachsen. Deswegen ist es für mich... eine schöne und liebgewonnene Kindheitserinnerung, weswegen ich es immer wieder gerne gespielt habe. Und es hat Ideen eingebracht, die hat kein anderes Spiel damals gehabt. Ich meine, die Waffe wurde zwar nicht verändert, dafür aber das Aussehen des Haupthelden später. Es hatte keine Magie, es hatte Helferlein. Also komische Spielzeugdinger. Es hatte einen Messi, der fliegen kann. Es hatte sogar eine Geschichte von Aufopferung. Theoretisch mal wieder Verunglimpfung von Kirchen. Und alles weitere. Ich meine, das ist doch echt genial. Kann man sagen, was man will. Das ist doch
wirklich verdammt gut gemacht. Das für ein Kinderspiel. Ich find's toll. Ich mag's. Ja, die freuen sich auch, das ist doch schön. Wobei der Trommler auch Headbang könnte. Ich habe keine Ahnung, wie extremst mein Ton jetzt abweicht. Ich werde es jetzt mal in Kauf nehmen für diesen letzten Part. Weil jetzt die Credits laufen. Ich kann schlecht die Credits jedes Mal neu laufen lassen oder hier eine Unterbrechung einfügen. Deswegen werde ich es so laufen lassen. Ich kommentiere ja nicht mehr über das Spiel. Also schon, aber nicht mehr über das, was im Spiel gerade abgeht. Ja, wir sehen also, alles ist gut in diesem Lande. Was nicht mal einen übergeordneten Namen hatte, ne? Die Währung erinnerte natürlich ein wenig an Zelda. Ich meine, Rubine. Wobei Geld tut weh, wer mit einer antiken Münze geworfen hat. Naja. Hey, das ist Chester! Das ist auch mal schön. Chester hat uns angefeuert. Das ist aber auch ein lieber kleiner Käfer. Der gar nicht so klein ist. Der ist so groß wie gegnerische Boote. Naja. Egal. Ja, wie ich gesagt habe, früher als ich klein war, müsste Kisans zweite oder erste Form nicht sowas von platt gemacht haben. Damals musste ich aber auch meine Konsole ausschalten, um irgendwen besuchen zu fahren. Und ich habe nur gesagt, nein. Weil ich natürlich gucken wollte, ob ich gewinnen kann oder nicht. Dafür verfluche ich immer noch meine Eltern. Jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, sage ich, ja, ist deine Schuld, dass ich es früher nicht durchspielen konnte. Das war eine kleine wahre Geschichte aus meinem Leben. Ja, Kalkanor und Ramal, denen geht's auch wieder gut. Eigentlich schade, dass man nie gegen die spielen konnte. Also, dass er spielen konnte, kämpfen konnte. Ich hätte es gerne gemacht, muss ich sagen. Ich hätte gerne gegen die gekämpft. Und wenn es nur so ein Sparring-Match gewesen wäre. Also ich meine nicht dieses, nicht diesen Kampf, den man nicht gewinnen konnte, sondern wirklich einen Kampf, den man hätte gewinnen können. Das wäre schön gewesen. Das wäre irgendwie cool gewesen. Was ist eigentlich mit Darkbeat? Hat Arkaman jetzt besiegt oder nicht? Naja. Hey, das ist die Höhle der Angst. Das weiß ich, weil ich da letztens nochmal gelandet bin, um zu gucken, ob ich nochmal gegen den Vogel kämpfen kann. Dann gucken wir uns jetzt das alte Ehepaar an. Ja, Tatsache. Das alte Ehepaar mit seinen Katzen. Die Miau sagen, wenn man sie anredet. Ja, ich war ja nochmal so lieb und hab nochmal bei ihnen gepennt. So als letztes Lebewohl. Die Katze hat kein Gesicht. Gut, keiner hat wirklich so ein richtig ausgeprägtes Gesicht. Aber die Katze hat gar nichts. Da hätte ein Stupsnäschen hinten gemüsst. Und so ein kleines, naja. Gut, das ist ein PS1-Spiel. Mir gefällt's, ich liebe es, ich würde es jederzeit wieder spielen. Ja, der Leuchtturm in Yugo. Ja, mittlerweile habe ich den Namen sogar raus, das ist Yugo. Da habe ich auch wieder eine Stunde Rubine gefarmt, nur um diesen Ring zu kaufen. Das hat sich gelohnt. Ja, hat's gar nicht. Hat's gar nicht, dieser blöde Yugonga hat gar nicht gemacht, was er machen sollte. Ja, da haben wir Bonique. Bei dem wir ziemlich unspektakulär eigentlich einfach nur das beste Equipment kaufen konnten. Das finde ich vielleicht ein bisschen schade gemacht. Das beste Equipment findet man einfach in einem Laden, was ein bisschen teurer ist, aber naja, kauft man sich fertig, ist man damit. Ne? Ist jetzt nicht das Tollste, aber hey, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Eine Sache ist da auch noch, soweit ich weiß, könnte man bis Level irgendwie auch 712 oder sowas trainieren. Also angeblich ist hier kein
Levelhammer, sag ich mal, eingebaut. Man kann so lange und so viel trainieren, wie man möchte. Allerdings ist man dann irgendwann garantiert total overpowered. Das ist dann vielleicht ein bisschen weniger interessant, wenn man kämpft, aber es ist halt so. Man kann so einen hohen Level erreichen, wenn man es drauf anlegt. Man sieht aber, mit Level 52 geht's auch. Wobei ich natürlich sagen muss, Kisan hätte mich dann mit mehr Höllenwinden früher oder später besiegt. Und das wollten wir ja nicht. So, das ist jetzt mit Darkbeat und Nipke. Sehen wir sie auch nochmal. Weiß ich nämlich gar nicht mehr. Na? Nipke-Schwester? Darkbeat-Schwester? Ja. Ach, er ist doch schön. Darkbeat hat seine kleine Schwester wieder. Das ist doch wenigstens mal etwas. Darauf hat man das auch das ganze Spiel über gewartet, dass er seine Schwester wieder bekommt. Wobei er natürlich jetzt das Problem hat, dass er laufen muss. Den Schlüssel habe ich, den Warp-Schlüssel. Und seine Schwester kann nicht mehr fliegen. Wobei er war ja auch auf dem Schiff. Ob sie dann noch nicht fliegen konnte? Ja. Naja. Oh, uns wird auch gedankt. Hooray! Ja, mit diesem NTU könnte ich auch euch ansprechen. Für die Unterstützung danke ich euch auch. Ja, wir kommen wieder zu Hause an. Oder zumindest Messi kommt zu Hause an. Ja, sieh mal einer an. Nihani ist eine echte Frau geworden. Keine kleine Fee mehr, sondern eine Frau. Das ist doch schön. Eine kunterbunte kleine Familie. Danke, dass du Guardians Crusade gespielt hast. Immer wieder gern. Ja, Leute. Das war's von Let's Play Guardians Crusade. Im Anschluss hieran werde ich noch einen Part hochladen, in dem ich alle Helferlein einmal durchgehe. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen.